Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich wieder für den Schuhwidoo YouTube-Kanal interessieren. Heute wieder auch ein tolles Thema. Und zwar werden wir sehr oft gefragt, ja, welche Schuhe sind denn jetzt am besten für mein Kind? Und diese Frage werde ich jetzt versuchen, anhand dieser Modelle zu erklären. Eigentlich gibt es darauf nur eine Antwort und die nehme ich jetzt mal allen Ausführungen von vorweg. Das bedeutet immer, die besten Schuhe sind natürlich die, die am besten passen. Ganz einfach, klipp und klar, ganz kurz und bündig, einfach mal so dahergesagt. Nun fragt sich dann natürlich immer jeder, ja, wie finde ich denn das heraus? Wie ist denn das eigentlich, das am besten sitzen, das am besten für mein Kind sein? Und das widerspiegelt sich natürlich in den Anforderungen, die man so an den Schuh hat. Und das ist von Altersgruppe zu Altersgruppe ja doch relativ verschieden. In einem unterscheiden sich allerdings die Anforderungen nie und nimmer, nämlich Eltern wünschen sich auf jeden Fall flexible Sohlen. So, und das muss ich sagen, und da nehme ich jetzt mal den Großteil der renommierten Kinderschuhhersteller ein und dann sage ich einfach, die haben alle flexible Sohlen. Da muss ich noch nicht mal richtig in den Barfußbereich hineingehen, weil wir wissen ja auch selbst, Barfußschuhe werden unterschiedlich umgesetzt. Die Nullsohle, die ja bei jedem dann eigentlich ein Merkmal der Barfußschuhe ist, wird auch da wieder in der Stärke unterschiedlich umgesetzt, weil ich muss natürlich sagen, die Kinderschuhe müssen ja oder die Kinderschuhe müssen ja den verschiedensten Ansprüchen im Alltagsleben standhalten. Einer ist zum Beispiel, dass Kinderschuhe relativ robust sein müssen, weil die halten ja im Grunde genommen das aus, was Erwachsenenschuhe, also in 3 Monaten das aus, was Erwachsenenschuhe in 2 bis 3 Jahren aushalten. Also hier weiß man auch schon, es ist eine extreme Belastung, die auf diesen kleinen Schuhen liegt. Und damit ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass ich eine gute Qualität natürlich hier erwerbe. Auch das kann ich für die Fachhandelsmarken durchaus bestätigen. Das sind Schuhe, da muss ich immer sagen, da träumt der Discounter von der Reklamationsquote. Aber das ist ein vollkommen anderes Thema. Am besten sollte also der Schuh immer optimal am Fuß mitsitzen. Und dass das immer nicht so einfach ist, das wissen ja die meisten, weil es unterscheidet sich die Fußlänge von der Schuhgröße, es unterscheiden sich die Fußbreiten. Deswegen gibt es auch hier wieder verschiedene Ausführungen. Also gerade zum Beispiel der BeLife macht zum Beispiel auch Schuhe in schmal, in mittel und in weit. Nun kann man das aber nicht immer nur über einen Daumen ziehen und sagen, so mein Kind hat breite Füße, dann sitzt er halt optimal. Nein, auch hier sind wieder verschiedene, wie sagt man, Testungen zu empfehlen. Ganz einfach, weil jeder Schuh fällt anders in der Auftrittsbreite und Spannhöhe aus. Mitunter ist auch das Volumen im Schaft ein bisschen unterschiedlich gearbeitet und das möchte ja nach Möglichkeit optimal anliegen, ohne den Fuß einzuengen oder ihm einfach zu viel Spielraum zu lassen. Also, für die Größeren wird natürlich dann mehr die sportliche Optik im Vordergrund sein als die Funktionalität. Da muss eben halt hauptsächlich ein Schuh cool aussehen. Ja? Und die Mama möchte aber trotzdem bitte mal flexible Sohle, vielleicht auch mal noch ein bisschen Zehenschutz. Der Junge, der kickt so gerne in der Hofpause. Also es wäre schön, wenn sich dann auch gleich die Sohle gleich lösen würde. Das sind alles diese Anforderungen, die man dann sozusagen im Verkaufsgespräch dann erörtert, erklärt und dann natürlich auch daraus die besten Schuhe heraussucht. So, und das kann auch zum Beispiel schon mal sein, dass ich so wie hier im Kleinkinderbereich dann auch einfach kläre, wie ist denn jetzt der Fuß befasst? Brauche ich jetzt ihn wirklich für einen Laufanfänger, der vielleicht ein bisschen mehr Gewicht mitbringt? Oder habe ich ein kleines Wieselkind, wo es einfach um diesen knautschigen, weichen Schuh mitgeht, der auch wirklich ein bisschen Stabilität mitbringt, kein ausgesprochener Barfußschuh ist, aber trotzdem den täglichen Alltagsansprüchen standhält? Dann ist es natürlich immer noch die Frage der Farbe. Aber auch da haben wir im Allgemeinen, ich sag mal so, verschiedene Optionen zur Auswahl. Ob die dann immer der Mama gerade oder dem Papa gerade zusagen, das lässt sich klären. Aber ich denke mal, auch da findet man meistens immer einen sehr gesunden Mittelweg. Also, am besten ist der Schuh für mein Kind, der am besten sitzt,
was das Kind natürlich auch noch gerne ansieht, also auch gefällt, ist logisch. Und der natürlich den Ansprüchen der Eltern auf jeden Fall gerecht wird. Und ich denke mal, im Fachgeschäft werden Sie das auf jeden Fall. In diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal. Ein liebes Dankeschön an unsere Abonnenten. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne in der Kommentarspalte einen kleinen Text zurücklassen. Ich antworte. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Bis dahin.